Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe direkt vor Fia und ich soll in einen Traum beitreten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was genau hier passieren wird, aber ich werde jetzt einfach mal in den Traum eintreten. Gucken wir mal, was los ist. The fuck? Woher weiß ich überhaupt, was zu tun ist? Ey! Lichtdrache, Portisax, ein Drachenkampf. Ach, wunderbar. Darf ich hier mein Pferd nehmen? Nee. Ein Drachenkampf. Was passiert genau? Ey, können wir kurz, bitte, kannst du aufhören? Ach so, du willst fliegen. Ich kann nichts sehen, weil hier alles so, weil hier alles rot blitzt. Ich sehe einfach nichts, ich erkenne nichts. Ich check's nicht, wann ich hier getroffen werde und wann nicht. Ah, fackeln wir auch noch ab. Ich bin halt echt überlevelt, ne? Ich krieg kaum Schaden von der Nummer hier. Ich kann das einfach wegtanken. Oh, was passiert jetzt? Ich habe nichts. Ich konnte nicht so hoch gucken, wie er stand. Jetzt nicht sterben. Ach so, ich habe ihn noch irgendwie gekillt, währenddem er mich. Okay. Nachteil von Open World Games. Manchmal ist man zu stark, manchmal zu schwach. Ja. Dann die anderen Souls-Spiele nicht. Das stimmt. Das stimmt wirklich, ja. Man kann sich leveln, wenn man will, aber ich habe das ja nie gemacht. Ihr könntet ja auch, wenn er auch spielt, jeden Tod wechseln. Er spielt, glaube ich, nicht Elden Ring. Schönen Vatertag gehabt. Optisch von den Angriffen. Ich fand das auch cool, wie es aussieht, tatsächlich. Gib mir das Ding jetzt. Heilrune des Todesprinzen. Das ist ein Schlüssel. Mir wurde gesagt, ich muss Schlüssel-Items besser lesen. Deswegen lesen wir jetzt wieder ein Schlüssel-Item. Hiermit lässt sich der zertrümmerte Elden Ring heilen. Aha! Wird aus den zwei Halbkreisen des Weihzeichens zusammengesetzt und macht das Prinzip des Lebens im Tode zum Teil der Ordnung. What? Okay. Die goldene Ordnung wurde durch die Einschränkung des Schicksalstodes erschaffen. Folglich wird der Tod die neue Ordnung entscheidend prägen. Fuck. Mogs große Rune. Sucht den heiligen Turm von Ostaltus auf jenseits der großen Brücke von Laendels Ostbezirk. Sucht den Heil. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Turm von Ostaltus auf. Das sollte ich auch nochmal machen. Dann kann ich mir die Rune hier oben noch. Schönen Vatertag gehabt. So, warum kann ich das hier noch nicht benutzen?
Kann ich mit dir noch was anfangen? Nee, schade. Ja, ich habe Mittagsschlaf gemacht. Ansonsten wie ein normaler Tag tatsächlich. Ich habe sehr viel videomäßig gemacht, Videos geschnitten, Thumbnails vorbereitet. Wir haben uns dazu entschieden, nächste Woche nicht in den Urlaub zu fahren für ein paar Tage, weil das Wetter dort schlecht sein soll. Das heißt, da wurden private Pläne geändert und deswegen gibt es nächste Woche wahrscheinlich relativ normal Streams. Ich habe aber mal gucken. Mal gucken. Eigentlich war ja gedacht, dass ich nächste Woche keine Streams mache oder nur einen aus dem Urlaub raus. Du hässliches Ding, ey. Genau. Also, der Vatertag war, ist ganz, für mich ein relativ normaler Tag an der Stelle. So. Jetzt will ich Ostaltus. Das war jetzt viel zu... Irgendwie, ja. Ja gut, ich war halt überlevelt, ne? Was soll ich machen? War ich hier oben nicht schon? Oder konnte ich nicht hoch? Doch, ich war doch hier oben schon, dachte ich. Ich habe ja sogar... Der Aufzug ist sogar oben. Ich bin irritiert. Ah, es gibt Runes mit dem gleichen Turm. Okay, verstehe. In dem Fall die hier. Weil bisher ist das die einzige, bei der ich in denselben Turm musste, glaube ich. Fürs Wetter kann man nichts, ja. Ja, ich finde es auch schade. Aber wir haben uns andere Dinge überlegt. Wir machen jetzt, wir gehen in eine große Therme. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Erding, muss man zwar ein Stückchen fahren von hier aus, aber wir gehen in die Therme in Erding, richtig geil mit vielen Rutschen und so Zeug, also voll die Spaßaktionen. Wir gehen in Zoo, wir wollen in den Klettergarten gehen, also wir lassen uns da nicht unterkriegen und unternehmen trotzdem Dinge. Erding ist es geil, ja, Erding ist mega gut. Wir haben auch überlegt, ob wir da ein Hotelzimmer nehmen und haben dann die Preise gesehen und gesagt, nö, da fahren wir lieber hin. Mogs große Rune. Lol, ich war hier, lol. Hier oben gibt's ne Gnade. Okay. Die hatte ich nicht gesehen. So, was sagt denn Mogs große Rune? Also, gewährt Phantomen einen Blutsegen. Wayne? Theodorix vorschlagen, der ist High Level. Wir gehen mal ganz kurz nochmal Marlene guten Tag sagen. Um, 40.000 Runen. Ach, scheiß drauf. Bin so ein hohes Level. Ja. Ah, ich bin in die falsche Richtung ausgewichen, aber es geht klar. Ich sollte ein bisschen meine Ausdauer im Blick behalten. Aha, jetzt und... Fuck! Nee, falsche Richtung. Keine Ahnung. Geflügel. Wassergeflügeltanz. Wassergeflügeltanz ist das Einzige, was mich killt in dem ganzen Kampf. Der Wassergeflügeltanz. Ich kriege ihn nicht rein.
Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich weiß nicht, wohin, wo, wie, was. Irgendwann sehe ich's. Irgendwann weiß ich was. Und dann mir die große Keule zu spüren. Ich weiß, dass sie eine zweite Phase hat. So weit hatte ich sie down. Mehr aber auch nicht. Mist, falsche Richtung ausgewichen, wenn sie den kleinen Schnetzler macht. Phase 2 fing an und zack, tot. Ja, so. So ungefähr würde ich es beschreiben, ja. Wenn ich es jetzt irgendwem erklären müsste. Wie ein Rehmscheinwerferlicht. Leute, ey. Hey, Paul, grüß dich, hi. Ah, Geflügel. Ah, Mist. Falsches GG. Das haben sie schon erledigt, Misago. Oder Misago. Aber weißt du was? Du kannst meine Reaktion nochmal anschauen. Das Video erscheint die nächsten Tage auf YouTube. Lass doch einfach ein Abo auf YouTube da. Kam da überhaupt schon eine Chat-Ding? Nee, ne? Würde mich riesig freuen. Auf YouTube Tassilo Gaming. Und ich werde wahrscheinlich auch einen Short rausschneiden für YouTube. Also, und die Shorts sind, glaube ich, auch alle relativ nett anzuschauen, sage ich mal, die ich mir da überlegt habe. Und das sind nicht nur so einfache aus Twitch-Clips rausgeschnittene Shorts, sondern ich sitze tatsächlich mit einem Bearbeitungsprogramm und gebe mir da ein bisschen Mühe. Versuch's möglichst ansprechend zu machen. Und Paul, nicht treffen lassen, ja. Meinst du denn, ich lasse mich absichtlich treffen? Manchmal vielleicht. Vorhin hatten wir einen Kampf, da habe ich mich auf jeden Fall absichtlich treffen lassen. Du willst es halt spannend machen. Ja. Ey, glaub mir, wenn ich diesen Kampf hinkriegen würde, ohne einmal getroffen zu werden, ne? Oh. Ich würde mich ja fühlen wie der König, aber ihr könnt mir auch noch was anderes glauben. Ich werde mich hier nicht hinsetzen und das probieren. Niemals. So, ne. Keine Chance. So einer bin ich nicht. Ah, shitty. Falsches Timing. Ja, eben, deswegen. Also, Paul, so das wird's hier nicht zu sehen geben.
deine Reaktion auf die zweite Phase war auch einfach epic. Freut mich, dass ich euch unterhalten konnte. Dafür bin ich hier, oder? Warum macht man so einen Quatsch denn? Sich hier vor eine Kamera zu setzen. Oh, ja. Freut mich, dass es gefallen hat. Ah, Geflügel. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin! Hande! Es ist nur diese Attacke! Ah! Also, irgendwer hat was von Theodor gesagt vorhin. Wo ist Theodor? Geweihtes Schneefeld, den Fluss entlang Richtung Osten. Ist das das oder ist das das geweihte Schneefeld? Ist das beides geweihtes Schneefeld? Geweihtes Schneefeld. Hier Richtung Osten? Da unten in die Höhle rein oder was? Okay. Marlene hat wieder gewonnen. Ja, ja. Die wird auch noch häufig gewinnen bei mir, glaube ich. Irgendwann fällt sie. Aber Ich habe mich genug aufgeregt. Auch wegen dem... Ich habe mich auch bei Mock habe ich mich ein bisschen... Wow, ach so, hier gibt's irgendwo so eine Tabia Seefahrer-Lady. Ist der Schluss? Fluss? Schluss? Bla, Hilfe. Sprache kaputt. Jetzt hat. Sehen wir wieder was. Hier, das ist der Fluss. Let's go. Ich habe mich schon genug aufgeregt in Phase 1. Das heißt, in Phase 1 werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr so viel aufregen, außer über vielleicht den Wassergeflügeltanz. Phase 2, schauen wir mal, wenn ich Phase 1 so weit habe, dass ich relativ gut in Phase 2 komme, relativ konsistent, dann könnte es natürlich sein, dass Phase 2 mich nochmal triggert, aber Mock hat mit seinem AOE-Blut-Feuerschaden mir schon auch die letzten Tage ein bisschen zugesetzt. Du hattest bei ihr nicht so viele Probleme. Holy shit! Warte, du hast ein Schwert? Ich dachte hier, ich reite hier einfach gemütlich rein. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich will schon mit Pferd kämpfen, ehrlich gesagt. Hier, Pferdchen, iss mal. Mehr, iss mehr. Pferdchen ist was. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Pferd. Jawohl. Alles klar. Gut. Passt. Easy. Komm. Ist noch ein bisschen was. Passt. Sind wir wieder voll.
Achso, wir brauchen... Ah, Pferdchen, wir müssen kurz weg. Moment. Warum ist hier Loot in dieser Höhle? Warte, 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 nicht, nicht, nicht. Was passiert? Wow. Okay, okay, okay. Geil. Wie geil ist er denn? Er ist ein kleiner, dicker Salamander. Ist das gut? Also ein großer, dicker Salamander wohl eher. Er ist ja mal geil. Kann der überhaupt fliegen? Ah, ich glaube, da ist jemand böse geworden. Okay. Ein Süßer ist es, ja. Haben wir hier Marikas Pfahl oder habe ich einfach das falsche, die falsche Gnade? Ich glaube, ich habe die falsche Gnade hier mitten im... Ich muss erstmal eine andere Gnade suchen. Den härtesten siehst du als erstes? Was? Wieso den härtesten? Den gibt's öfter? Oh, okay. Ja, in dem Fall sehe ich den härtesten wohl als erstes. Absolut korrekt. Der ist die Elite. So, gibt's hier irgendwo eine Gnade? Das ist einfach ein random Weltboss, lol. Okay, krass. Hier gibt's keine Gnade. Ich hatte gar keine Runen. Wo ist hier die nächste Gnade? Vielleicht da oben, wegen diesen Grabsteinen in der Wand. Vielleicht aber auch hier oben wegen den Grabsteinen in der Wand. Ja, ja, genau, die Runen hat Marlene gesnackt, habe ich mitbekommen. Habe ich, oder beziehungsweise ich habe mich erinnert. Bin gerade am Überlegen. Ob mein Schwert hier an dieser Stelle nicht gut wäre gegen den Drachen. Also hier sieht's nicht nach Gnade aus. Au! Ey! Hier vielleicht? Nee, auch nicht so richtig. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ich jedes Mal von da hinten herlaufen muss, um diesen, Theodor zu killen. Oder Thaddäus? Thaddäus klingt besser. Thaddäus zu killen. Der gute Taddel. Muss es doch irgendwo eine Gnade geben. Hier nicht.
da unten besser umsehen. Echt? War ich so blind? Mal wieder. Ich habe nach goldenen Strahlen Ausschau gehalten, die mir den Weg weisen. Ey! Ah, vielleicht hinter ihm oben. Da oben vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Ein Drachenstein, cool. Nicht nur nach Grace schauen? Wieso hat Theodor Schaden? Theodor, wo hast du Schaden herbekommen? Ich habe dir keinen Schaden gemacht. Hast du gegen die Krabbe gekämpft? Ah, guck mal, eine Höhle. Nebel. Ah. Jetzt hoffe ich mal, dass da drin die Gnade ist. Theodor, nicht! Sehr gut. Danke für den kleinen Wink mit dem Zaunpfahl an der Stelle. Höhle der Verlorenen. Hier gibt es doch auch normalerweise Loot, ne? Und Boss. Boss und Loot. Wieso sehe ich da unten? Lol. Lol, das ist... Lol, ich kann mal durchgucken. Ist das geil. Das ist ja cool. Hier habe ich schon wieder so ein ehrfürchtiges Gefühl, so ein bisschen, ne? Gerade wenn ich hier so nach unten schaue und... Schnauze! Ich bin halt schon echt... Selbst hierfür, glaube ich, geht's schon langsam in so eine OP-Richtung. Allerdings hat Theodor nicht so viel Schaden von mir gekriegt. Hallo? Na, den Loot wollen wir natürlich mitnehmen. Gucken wir mal, ob jemand antwortet hier. Hallo? Ist irgendwer zu Hause? Könnt ihr mir eine Richtung sagen? Scheint keinen zu interessieren. Das ist dafür, dass ihr mir nicht geantwortet habt. Tatsächlich ist es mir hier etwas dunkel. Müsste ja noch eine mittlere Last sein. Ja, perfekt. Guck mal. Die schlafen halt wirklich alle, ne? Habe ich euch geweckt? Sorry. Wollte ich nicht. Ah, da kommt der gute kommt rein.
Kommt einfach rein. Kannst du da oben bitte? Danke. Hallo? Habe die Ehre. Ja, so eine halbe Stunde müsste ich aber noch aufnehmen, tatsächlich. Damit es reinpasst, weil sonst habe ich eine zu kurze Aufnahme für YouTube. Kannst dich daneben hocken und gucken. Elden Ring, ne? Ja, Elden Ring, richtig. So, Leute, was, warum ist hier, wo geht's, hier geht's nicht weiter. Hier ist kein... Hallo? Hier habe ich jetzt, wobei ich habe eine Rune gekriegt, das war ja schon mal nicht schlecht. Aber hier unter mir sind doch Dinge. Und ich vermute, dass es hier auch noch einen Boss gibt, eigentlich. Aber wobei, nee, Steinschwertschlüssel, gibt es da immer einen Boss? Nee, oder? Ich weiß gar nicht. Es könnte sein, dass ich hier durch bin. Nun, hier war ich noch nicht. Alle hopp, gut, passt. In Höhlen mit Gnade gibt's immer einen Boss. Okay, danke für die Info und ich habe den Weg nach unten gefunden. Perfekt. Hey, ihr Roten. Nee. Lassen wir mal. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass ihr keinen Spaß gemacht habt. Ja, stopp. Außerdem giftet ihr. Das finde ich auch nicht geil. Rostfett läuft. Kann man mal brauchen. Aha, guck an. Da haben wir doch den Bossnebel gefunden. Kreuzfahrerscheusal, du bist doch eine löwenartige Bestie. Das ist doch Quatsch hier jetzt. Oh, es tut mir ja schon fast leid, dass ich dich so hart verprügeln muss jetzt. Und ich werde verprügelt. Die große Fresse. Die große Fresse mal wieder. Scheiße. Oh, Mann. Nun. Ihm tat es safe nicht leid. Ja, da bin ich mir auch sicher. Lol, wieso spuckt mich Marikas Pfahl hier raus? Hä, oder laufe ich gerade in die falsche Richtung? Nee. Ist das bescheuert? Damit sie einen noch ein bisschen mehr ärgern hier. Damit man auch noch ein bisschen... Quallen sind Spaß. Ja. Ah, oh, wisst ihr was? Ich benutze das zuerst sowieso nicht. Und mich nervt das gerade. Also benutze ich es jetzt. Damit es weggeht. Mir geht der Debuff auf den Sack. Den ich da habe. Ist das große? Gibt das auch einen Debuff? Wissen wir nicht. Könnte weggehen. Ich behalte die große mal. Jetzt ist er weg. Zumindest einer der Debuffs. Ja, also er ist weg. Okay, beim großen ist gut. Läuft. Aber den hat man ja auch nur einmal, ne? Alter Schwede. Du bist ein bisschen anders unterwegs. Holy shit. Ich bin etwas überrascht, dass der... Ist der schneller? Hat der andere Moves? Ein bisschen tut's gut, das zu sehen. Miko, Sebastian, du hast keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja, wahrscheinlich kannst du es dir denken.
Wahrscheinlich kannst du es dir denken, was jetzt kommt. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich hab's. Okay, gut, 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 gut. Er holt sich den Respekt, den ich nicht gezeigt habe. Ja, absolut richtig. Leute, jetzt wird aber anders Respekt eingeprügelt, das kann ich euch sagen. Here we go. Genau das. Stunlock for the win. Sorry. Ich hab da vielleicht so ein kleines Ass im Ärmel. Aber nur ein kleines. Ach, ich find's wunderbar. Ich feiere es, dass ich diese Waffe, aber am Anfang, die erste Waffe, die ich gefunden habe, ist einfach der OP-ste Scheiß, den man in diesem Spiel kriegen kann. Hatte ich dennoch zweimal besiegt. Ja, stimmt. Ich hab's halt mit der Keule probiert. Boah! Was zum... Holy shit! Was soll das denn? Ja, man teleportiert sich aus der Höhle raus und dann steht das da. Oh. Geh bitte weg. Hast du dagegen auch ein Ass? Ich weiß gar nicht. Das letzte Mal, als ich die besiegt habe, müsste ich jetzt gerade mal kurz überlegen. Steht er da jedes Mal? Ja, so halbwegs. Nicht so wirklich. Okay, kann ich vorbeilaufen. So, probieren wir den Drachen mal kurz mit dem Schwert. Was er tut. Ey! Hier geblieben. Er rennt einfach weg. Daneben. Okay, drei Hits ist dann. Drei Hits ist dann. Und... Ah, ich glaube, das könnte auch ein Schwertgegner sein. Aua, 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 nicht in die Grütze. Okay, nee. Weiß ich nicht. Bin mir noch nicht sicher. Den Salamander musst du dir reinziehen. Der sieht so geil aus. Ich feiere das, wie der Drache aussieht, ist einfach... Ah, super. Nee, 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 nee. Gegen den Salamander nehmen wir die Keule. Willst du dich auch mal probieren? Ja, klar. Ja, klar. Da wäre der Gegner da unten vielleicht nicht schlecht gewesen, zum Reinkommen. Ich kacke einfach direkt ab. Drache. Ich meine, da links fertig. Ja, du hast halt null Ahnung von Steuerung und nix, ne? Aber ich zeig dir jetzt mal kurz, was hier los ist. Hier ist so ein Drache, der aussieht wie ein Salamander. Ich feier den so. Ah, der, großartiges Design. Ich glaube, der kann auch nicht fliegen. Der sieht viel zu dick aus, als dass der fliegen kann. Verliert Feuer. Ja, das ist jetzt... Ich muss mal gucken, wie ich den... Ah, fuck. Nee, nicht da rein. Ah, shit. Ah, Hilfe! Okay. Willst du dich echt einmal probieren, ja, da dran? Also, Felix probiert sich jetzt an dem Drachen. Er hat keine Ahnung von Steuer... Keine Ahnung von Steuerung und nix. Lass mich mal auf die Seite am besten. Wegen allem. Oh ja.
Danke. Ja, die Steuerung sage ich dir schon grob. Normaler Schlag, du kannst ja jetzt ein bisschen ausprobieren kurz. Das ist ein schwerer Schlag, RB ist der leichte Schlag. Y gedrückt halten und Digipad links ist bei mir das Pferd, wenn du draußen bist. Y gedrückt halten, Digipad links ist das Pferd. Wenn du draußen bist dann, das funktioniert jetzt nicht, deswegen ist es ausgegraut. Und das war's. Dann brauchst du eigentlich nicht wissen. Also B ist rollen, genau. B ist ausweichen quasi. Ja, springen wirst du nicht brauchen. Ach so, heilen. Ja, heilen X. Und das kann ich unendlich? Nee, ja unendlich. Das... Ey Sepp, wenn er jetzt den Drachen direkt legt, da wäre ich aber, dann falle ich vom Glauben ab. Ich glaube, dann lasse ich es einfach wirklich bleiben. Rennen ist B gedrückt halten. Wie? Junge, du hast doch wohl schon mal einen Xbox-Controller. Du spielst täglich Xbox und du guckst auf die Tasten, welche Taste wo ist. Ja. Glaubst du doch nicht, ey. Wir nehmen einfach den, ne? Genau den. Ah, du drückst aus Versehen unten den, die Buttons. Unten die nicht drücken. Unterm Controller. Du musst ja kurz reinkommen. Er meint, er muss kurz reinkommen. Du kannst den benutzen zum Ausweichen, den rechten. Der linke ist Y. Der rechte ist B und der linke ist Y quasi. Anstatt dass, also dass man den Daumen nicht vom Stick nehmen muss zum B drücken. Minus 111.000? Waren da 111.000 Seelen? Wait. Moment. Was? Aber ich bin eh gestorben. Ach so, scheiße, die habe ich gar nicht. Ach, fuck, die sind jetzt schon weg. Okay, vergiss es, hat sich erledigt. Vielleicht hilft dir das Gegner locken. Ja, rechten Stick reindrücken ist, genau, anvisieren. Du kannst dich auch erstmal an dem probieren. Probier dich doch erstmal an dem. Kleinere Gegner, damit man mal was testen kann, oder? Das ist ein kleiner. Ist ein kleiner. Also, du hast den Drachen gesehen, der ist 10-mal so groß wie die kleine Kugel, die da rumgammelt. Wie kann die Waffen wechseln? Was willst du testen? Also, ich meine, Waffen wechseln. Schnellere Waffe? Schnellere Waffe, die ist nicht langsam, die Waffe. Ja, hast du trotzdem eine schnellere? Und du kannst das Schwert nehmen, wenn du willst, ja. Warte, ich mach's dir schnell rein. Ach so, stimmt, ja. Sepp, das können wir mal. Er will einen kleineren Gegner haben. Komm, wir gehen zu einem kleineren Gegner. Hab ich schon auf das Ding gefreut. Du hast nach einem kleineren Gegner gefragt zum Üben. Schon. Warte, du willst so eine schnellere Waffe, oder wie? Ja. Mit Schild oder ohne? Oh, geht auch ohne, wenn ich damit kräftiger bin. Ja, du kannst dir halt zweihändig nehmen, die Waffe. Und ja, dann hast du. Dann hast du kein. Zweihändig. Ist sie jetzt? Genau. Okay, das heißt Y lang drücken. Ja, Y gedrückt halten und achso, hier ist A drauf, da ist Springen drauf, merke ich gerade, nicht Y, aber das, den kann man eigentlich wegtun, egal. Hier unten ist Ausweichen drauf, hilft, weil du manchmal den Stick halt brauchst. Ja, heilen auf X. Und hauen und... Zweimal, wie mache ich das? Gedrückt halten und einmal RB, dann nimmt er sie einhändig, aber am besten gar nicht einhändig nehmen. Gar nicht erst drücken, sondern lass sie zweihändig, die Waffe. Was du noch machen kannst, was ein guter, dieser Ansturm, der OP-Trick eigentlich, aber bei dem Gegner ist das anders, linken Trigger gedrückt halten und dann
einmal kurz den rechten Trigger, dann machst du diesen Ansturm nach vorne. Aber ja. Ich weiß nicht, ja, aber ja, siehst du gleich genau, wie du den benutzen kannst bei diesem etwas kleineren Gegner. Hallo. Ja, einmal drücken. Ist da unten, oder? Blocken? Kann ich nicht. Ja, rechten Stick immer noch. Blocken, rechten Stick. Hatten wir doch vorhin. Heilen war X, ne? Hier drauf springen, rechts Stick. Ach, blocken? Ja. Nee, blocken ist. Mit einem Schwert will er blocken. Ja. nee, rechten Stick ist locken. Lock on. Ach, auf den Gegner. Blocken ist LB. Hier, okay. Ja. Es kommt davon, wenn man nicht deutlich spricht, dann versteht man einen schlecht. Und im scheiß Alger gewinnt ihr das an. Die Zähne auseinanderkriegen hilft auch schon ein bisschen, dass man jemanden besser versteht. Sepp, ja, das wär's jetzt, ne? Rennen? B gedrückt halten. Oder halt unten die Warum guckst du auf den Controller, um B zu suchen? Ich werd wahnsinnig! Wie viele Jahre spielst du schon Xbox? Meine haben Farben. Wie viele Jahre spielst du schon Xbox? Rennt er denn nicht? 20. 20 Jahre und er muss auf den Controller schauen, um nach B zu suchen. Oh Mann, warum? Das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal bei dir. Warum tust du das? Ja, bei Xbox müsstest du auch gucken, aber du spielst wie lange schon PlayStation? Ja, das war auch der schwerste Gegner im Spiel. Ah. Irgendwas Normales, wo man reinkommt. Seit es die PS1 gibt, Misago, da hast du es, das ist halt, und er spielt seitdem es die Xbox, die allererste, gibt und muss auf den Controller schauen, um B zu suchen. Das wird, glaube ich, in 100 Jahren nichts mit Elden Ring. Felix, das Problem ist, ich kann dich nicht zu einem kleinen Gegner schicken, weil du... Fußball, gibt's da nichts? Weil du viel zu OP bist, die klatscht du mit einem Hit um. Ich will ja nur mal wissen, wie ihr abwehren und so. Hä? Ich will jetzt mit dir nimmer. Hier, du siehst alles, da brauchst du keinen Gegner für. Ja doch, ich finde die kleinen Gegner halt praktisch zum Reinkommen. Natürlich sind die praktischer. Nee, überhaupt nicht. Du brauchst doch keinen Gegner, um die Tasten rauszufinden. Die kannst du auch so probieren. So, weil wir gerade vor Melanie Marlene stehen, gucken wir mal kurz rein. Trigger ist das, was man bei der Pistole bedient und so heißt auch der vorne und hinten, nee, oben und unten. Also Trigger ist das, was man bei der Pistole bedient, um abzudrücken und so heißt das hier auch. Das ist der Trigger, das ist der untere, genau. Und das andere ist der Bumper, glaube ich, und das ist ein Button. LB ist L1 halt, genau. Nee, ja genau, doch, genau. LB ist L1 und LT ist L2, richtig. Genau so.
Mist. Das war gar nichts. Y ist Dreieck, genau. A war X, genau. B ist Kreis, richtig. Ja, richtig. So lange hat Felix auch überlebt. Ja, das stimmt. Ich hätte noch was nicht gemacht, wenn ich davor Übungen hätte können. Du, wenn ich ihm einen kleinen Gegner zum Üben vorher gibt, dann macht er ihn fertig, sagt er. Also bringe ich ihn zu Standard-Mobs und dann soll er da üben. Wie lange kriegt er Zeit zum Üben? Machen wir einen kleinen Freitag, machen wir Elden Ring üben und er soll Malenia am heute Abend noch killen, oder was? Mist. Also er hat gerade wirklich behauptet, er würde ihn killen, wenn er üben dürfte. Da muss man nur ein bisschen üben, ja, das denke ich auch. In Lendel also Rittern. Die sind zumindest nicht One-Hit, das stimmt. Das wäre zumindest ein Übungsgegner, ja. Richtig. Dann finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich laufe jetzt noch zwei, dreimal rein. Versuche dann nochmal kurz den Drachen. Und danach machen wir tatsächlich mit YouTube Intro und so weiter, machen wir Felix übt und darf mit Malenia probieren, weil er meint, er macht sie platt. Mist. DLC wird so liebe. Ja, Leute, ich bin gespannt. Stimmt, das ist alles voll mit... Ist das Sand oder Asche? Ich glaube, das soll Asche sein. Nicht Sand. Oder ist das Sand? Ich hätte gesagt, das ist Asche. Wäre jetzt so mein Gefühl gewesen. Aber wir können ihn auch den Baum... Ach, ein Baum ist aber auch scheiße, weil da fällt man runter. Welche Ecke des Spiels gäbe es denn noch so, wo man mit so einem hohen Level üben kann? Nein, Wassergeflügel. Ah, shit. Ah, diesmal, also den ersten weiß ich noch nicht. Beim zweiten und dritten komme ich so ein bisschen klar. Die kriege ich zumindest so weit ausgewichen, dass ich nicht ganz so viel Schaden kriege. Aber der erste und der letzte ist noch ein bisschen seltsam. Malenia als Figur zu Hause, kann die was, die Figur? Nee, die ist doch nur... Was meinst du mit, was der so kann? Ach so, einfach wie, ob es cool aussieht. Da bin ich mir sicher, dass das mega nice aussieht.
Ach so, weil sie hart ist und sie... Ah, okay, verstehe. Wassergeflügel. Das war schon nicht schlecht, ey. Aber trotzdem hat sie mich wieder getroffen. Trotzdem hat sie mich wieder getroffen. Diesmal nicht ganz so viele Schläge, sondern die ersten, weiß ich nicht, 3 oder 4 Schnetzler sind vorbeigegangen. Von ihr auf mich. Beim Wassergeflügel. Mist. Ab dem Grace, wo Millicent stand, da kommen Soldatendudes. Du hattest mir sogar geschrieben, Felix, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ah, der Misago folgt mir auf Instagram. Du bist der Erste, der mir auf Instagram folgt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass überhaupt mal noch jemand auf den Instagram-Kanal stößt. Danke dafür. Leute, wir machen hier an der Stelle, mache ich jetzt ein Outro. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten an die Leute auf YouTube. Ihr habt jetzt hier so ein bisschen so ein Mix-Ding bekommen. Ich denke, die Folge, in der Felix sich einspielt und versucht, Malenia zu töten, das wird eine Bonusfolge werden, die vielleicht irgendwie, mal gucken, am Samstag oder am Sonntag dann veröffentlicht wird. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.